Liebe Demonstrantinnen und Demonstranten, liebe Protestierende in einem politisch neu sortierten Baden-Württemberg. Seit dem 27. März 2011 lebe ich persönlich noch viel lieber in Stuttgart und in Baden-Württemberg. Ich habe auch noch nie so gern einen Fanschal getragen wie heute. Die neu gewählte Landesregierung hat einen Volksentscheid angekündigt zu Stuttgart 21. Nun wissen Sie alle, dass das Land Baden-Württemberg zusammen mit dem Saarland und Mecklenburg-Vorpommern die schlechteste Gesetzgebung für einen Volksentscheid hat, die bürgerunfreundlichste in der ganzen Republik. Aber das ist kein Grund, den Volksentscheid abzulehnen, denn Schwierigkeiten haben uns noch nie geschreckt. Schließlich haben wir eine schwarz-gelbe Landesregierung auf die Ersatzbank geschickt. Was aber sind die Voraussetzungen für einen sinnvollen Volksentscheid? Erstens, das Projekt, über das entschieden werden soll, muss verfassungsmäßig gesichert sein. Das ist bei Stuttgart 21 nicht der Fall. Die Mischfinanzierung wird ziemlich sicher vor dem Gericht keinen Bestand haben. Weder die von der Stadt Stuttgart noch die von dem Land Baden-Württemberg, welche die Landesregierung endlich auch die Verfassungsmäßigkeit prüfen lassen sollte. Zweitens, wenn ein Volksentscheid über ein Projekt gemacht werden soll, muss dieses Projekt, wenn es sich um ein Bauprojekt handelt, komplett fertig geplant sein. Alle Planfeststellungsverfahren müssen abgeschlossen und genehmigt sein. Das ist bei Stuttgart 21 nun wahrlich nicht der Fall. Der dritte Punkt. Alle Sicherheitsbedenken müssen berücksichtigt und in der Planung eingearbeitet sein. Das ist, wie wir alle wissen, auch bei Stuttgart 21 wieder einmal nicht der Fall. Der vierte Punkt. Die Finanzierung muss vollständig durchgeplant sein, sie muss gesichert sein und das Konzept darf nicht auf Fantasien beruhen, sondern muss den schlechtmöglichsten Fall, den negativsten Fall mit einbeziehen, damit man weiß, was es im schlimmsten Falle kosten kann. Wir haben in Stuttgart 21 den Fall, dass Sie sagen, was es kosten würde, wenn Sie das ausgeben würden, was Sie wollen und nicht das, was Sie am Ende ausgeben müssen. Insofern ist diese Finanzierung eine Katastrophe. Wenn all diese Punkte erfüllt sind, was noch Monate dauern wird, wenn es überhaupt dazu kommt, wenn es nicht vorher abgesagt wird, was ich hoffe und ich glaube, wir alle zu Recht hoffen, dann gibt es noch einen ganz entscheidenden zweiten Teil. Wenn man etwas baut, einen neuen Bahnhof baut oder ein neues Gebäude baut, plant, dann gibt es auch immer Alternativen. Das bedeutet, wenn es einen Volksentscheid zu Stuttgart 21 geben soll, müssen die Bürger auch über die mögliche Alternative informiert sein, damit sie wissen, was passiert, wenn Stuttgart 21 nicht gebaut wird. Wir haben über 15 Jahre, ja, Informationen kann man dazu nicht sagen, Fantasiesachen gesagt bekommen über die Effektivität, über die Schönheit, über die Schnelligkeit, mit der man es bauen kann, über den Gewinn für das Land Baden-Württemberg um die Ohren geschlagen bekommen, die alle nicht stimmen. Diese müssen als erstes den wirklichen Fakten weichen. Das heißt, die neue Landesregierung muss die Fakten, die wir auch durch die Schlichtung erzwungen haben, der breiten Masse in Baden-Württemberg allen Wählern bekannt machen. Sie müssen die Bahn dazu bringen, ihre Wirtschaftlichkeitsberechnungen und Effektivitätsberechnungen offenzulegen. Das weigert sie sich bis heute, denn ohne das kann man darüber gar nicht urteilen.
Und sie muss die Alternative Kopfbahnhof 21, da können wir Ihnen alle Informationen geben, wir haben alles dazu, ebenfalls gleichberechtigt daneben stellen, damit man überhaupt eine ordentliche Entscheidung fällen kann als erwachsener Bürger. Das heißt also, diese Forderung werden wir stellen. Dafür werden wir in aller Ruhe und aller Entschlossenheit auf die Straße gehen. Und wenn das alles erfüllt ist und dann immer noch ein Volksentscheid gemacht werden soll, weil Sie immer noch nicht einsehen, dass Stuttgart 21 Quatsch ist, dann werden wir eben diesen Volksentscheid gewinnen. Da habe ich gar keinen Zweifel dran. Das Zweite. Dann wollte ich noch kurz reden zur Partizipation, zur bürgerschaftlichen Partizipation in Baden-Württemberg. Land auf, Land ab, in der ganzen Republik wird über Partizipation gesprochen. Das bedeutet die politische Mitwirkung der Bürger auch zwischen den Landtagswahlen. Also dass man in der Politik mitbestimmt, mitredet und auch die, sagen wir mal, die Gemeinschaft und das, was uns alle betrifft, mitgestaltet und nicht nur mit der Stimmabgabe dann anfängt, den Mund zu halten. Diese Partizipation, die muss natürlich organisiert werden, ohne dass es formalistisch wird, ohne dass dieses ungeheure kreative Potenzial, was sich in den letzten 2 Jahren bei den Protesten gegen Stuttgart 21 zum Beispiel gezeigt hat, formalistisch unterdrückt wird. Es gibt eine Reihe von Politikern, auch Politik hat manchmal die Neigung, dass sie Sachen formalistisch organisieren will, damit sie die Kontrolle haben. Aber die Partizipation und die Bürgerschaft ist so nicht zu kontrollieren, sondern sie ist kreativ, sie ist auch ein wenig chaotisch, aber das bringt eben die Weisheit der vielen mit sich und dann kann man auch die richtigen Entscheidungen treffen. Was wir brauchen, ist endlich, wie das in anderen Ländern der Bundesrepublik ist, einen parteiunabhängigen Bürgerbeauftragten, der direkten Zugang zum Ministerpräsidenten, zu seinem Stellvertreter und zu allen Ministerien hat. Er braucht ein oder sie braucht einen kleinen Apparat von festangestellten Leuten. Jetzt wird man natürlich sagen, noch ein Amt, das kostet alles und wer soll das bezahlen? Da kann ich nur sagen, ich habe einen Vorschlag dazu. Man kann diese Wählerverdummungsgesellschaft, die Kommunikationsbüro genannt wird, auflösen und den Bürgerbeauftragten sofort unterstellen. Der Sinn des Bürgerbeauftragten ist, mit seinen Mitarbeitern, dass er durch die Lande reist, dass seine Mitarbeiter durch die Regierungskreise reist, zu den Aktionsbündnissen, zu den Bürgerinitiativen, zu allen Gruppierungen, die an dem Fortschritt und der Entwicklung der Gesellschaft interessiert sind, und dann dem neuen Ministerpräsidenten, der eine Politik des offenen Ohrs versprochen hat, in eben dieses offene Ohr hineinsprechen kann. Denn wenn alle gleichzeitig sprechen, ist es nur Chaos. Und dann haben wir vielleicht endlich das, was wir brauchen, eine konstruktive, positive Mitwirkung der Bürgerschaft, wie wir sie in den letzten 12 Monaten hier auf eindrucksvolle Weise erlebt haben. Und dafür lasst uns kämpfen, dafür lasst uns weitermachen. Und dann hat es sich am Ende auch gelohnt. Ich meine, es hat sich jetzt schon gelohnt. Aber dann werden wir den Bahnhof retten und dann werden wir eine Politik haben, die den Namen sind, möchte ich auch gleich einen Terminhinweis machen, und zwar zu der Veranstaltung Wem gehört die Stadt? An diesem Donnerstag, 14. April, nächsten Donnerstag, 14.